Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Biodiversität. Ja, wir sind bei Video 42 und beschäftigen uns heute mit den Zwergbeutelratten und gehen da auch noch ein bisschen tiefer rein. Sind also immer noch bei der Didelphis-Gruppe. Und ja, fangen wir einfach mal an mit den Zwergbeutelratten, den Marmosas. Wie ihr seht, sind die weit verbreitet. Und die Gattung der Zwergbeutelratten gehört zur Unterfamilie der eigentlichen Beutelratten, die Delfinae. Die Gattung kommt von Mexiko über Mittel- bis Südamerika vor. Natürlich nicht jede Art, die da drin ist, aber halt die gesamte Gattung, wenn man die betrachtet, ist das Verbreitungsgebiet. Die IUCN stufte die Gattung bis 2008 als von der Ausrottung bedroht ein. Seit 2008 jedoch wird sie unter Datadefizient, also nicht genügend Daten, gelistet. Zum Körperbau. Das Fell an der Oberseite ist rot bis braun gefärbt, wie bei den meisten Vertretern. Das Fell an der Unterseite ist hell, meist weiß bis gelb. Ein wichtiges Erscheinungsmerkmal stellen die besonders großen Augen dar. Heißt das offiziell, kann ich jetzt nicht so sagen, wenn wir uns die anderen anschauen. Wenn man jetzt nicht gerade Spezialist drin ist, lässt es sich schwer unterscheiden, welche Augen jetzt wirklich besonders groß sind, welche nicht. Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal sind die unbehaarten Ohren. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Und Zwergbeutelratten haben keinen Beutel, einfach weil sie zu klein dafür sind. Ja, wenn wir zum Thema ganz klein schon sind, wie groß und klein und schwer sind die? 185 Gramm sind die größten Exemplare. Höchstalter wird mit 3 Jahren angegeben, das aber unter optimalen Bedingungen in freier Wildbahn selten mehr als 2 Jahre. Und die maximale Länge, natürlich mit Schwanz, sind 53 cm. Die Zwergbeutelratten bewohnen bevorzugte Waldgebiete in Gewässernähe und sind nachtaktive Einzelgänger, die in der Regel auf Bäumen leben, die sogenannte arboreale Lebensweise. Es handelt sich bei ihnen um Omnivoren, also Allesfresser, die sich vorwiegend von Früchten und Insekten, selten aber auch von Aas oder kleineren Wirbeltieren ernähren. Den Tag verbringen sie schlafend in Vogelnestern oder selbstgebauten Nestern aus Zweigen und Blättern. Obwohl die Anzahl der Zitzen je nach Art von 9 bis 19 reicht, ist die Wurfgröße jedoch nur 7 bis 13 Jungtiere, wobei ich das hier schon teilweise revidieren muss. Als ich heute früh nochmal nachgeschaut habe, hieß es tatsächlich, es gebe mittlerweile auch den Nachweis, dass einige Arten bis 19 Jungtiere haben können. Ist allerdings in der offiziellen Literatur noch nicht so richtig drin, von daher lasse ich es jetzt erstmal so stehen. Die Tragzeit beträgt 14 Tage, ist also wie bei allen Vertretern der Verwandten relativ kurz. Aufgrund des fehlenden Beutels trägt das Muttertier die Jungtiere bis zum 70. Tag nach dem Wurf an sich hängend mit sich herum. Und die Geschlechtsreife dieser tritt dann mit dem 8. Lebensmonat ein. Zur Taxonomie. Ja, die Gattung lässt sich in folgende Gruppen einteilen. Natürlich hier wieder der Hinweis, bei den Untergattungen, die nur eine Art mit identischen Merkmalen umfassen und daher als identisch zu betrachten sind, wird die Art halt direkt behandelt, weil es lohnt sich halt nicht. Das ist wie wenn man einen Ordner anlegt, indem man einen Ordner packt, in dem nur eine Datei ist. Kann man machen, ist aber wenig sinnvoll. Ist natürlich hier aber ein bisschen so als Platzhalter gedacht, falls man doch was da reingruppiert, weil gerade bei unseren Marmosas hier gab es sehr viele Umstellungen innerhalb der letzten 20 Jahre und weiterhin wird oft diskutiert, ob eine Art vielleicht zu einer anderen Untergattung gehört oder ob einige Unterarten vielleicht anders zu bewerten sind. Aber das ist jetzt, wie gesagt, immer noch ein Umbruch. Wie lange das dauern wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Okay, also unsere Zwergbeutelratten, Marmosa, bilden die Gattung. Das ist jetzt die höchste Klade von denen, was wir betrachten. Da gibt es dann einmal die Untergattung der dortigen Zwergbeutelratten, Eomamosa. Und die beinhaltet nur eine Art, die wir direkt behandeln werden, die rote Zwergbeutelratte, Marmosa rubra. Dann gibt es noch die Euxulu-Zwergbeutelratten, Euxulu-Marmosa, das ist eine Untergattung. Eine weitere Untergattung sind die eigentlichen Zwergbeutelratten, Marmosa. Ganz, ganz schlecht gewählt, zweimal der lateinische Name für zwei verschiedene Stufen der Klade. Das ist eigentlich überhaupt nicht zulässig. Ich kann es jetzt allerdings natürlich auch nicht besser machen in dem Sinne. Das kann ich mir nicht rausnehmen. Aber das hier ist an sich ein Phänomen, was nicht passieren dürfte in dem Sinne.
Man hätte jetzt sich was anderes überlegen müssen. Telemarmosa zum Beispiel wäre eine Variante gewesen. Oder Inmarmosa, aber man hat es nicht getan. Deswegen lasse ich es jetzt auch so stehen. Ist aber faktisch von der Kladografie her nicht richtig. So, weiter geht's. Die wolligen Zwergbeutelratten Mycoureus, das ist eine Untergattung. Eine weitere Untergattung und damit auch die letzte sind Dachzwergbeutelratten Stegomamosa. Fangen wir an mit der roten Zwergbeutelratte, Mamosa rubra. Wie wir gerade gesehen haben, gehört die Art zur Gattung der Zwergbeutelratten Mamosa und sie kommt im Amazonasbecken östlich der Anden in Peru, Ecuador und Kolumbien vor. Aufgrund fehlender Daten stuft die IUCN die Art als datadefizient, also nicht genügend Daten ein. Und damit sind wir dann auch schon beim Körperbau. Das Fell an der Oberseite ist rot bis braun gefärbt, kann man hier ganz gut erkennen. Das Fell an der Unterseite ist zimtbraun bis orange gefärbt. Man würde jetzt hier allerdings vom Bild her eher von weiß bis cremefarben sprechen. Die Kopfrumpflänge beträgt bis zu 20 cm. Die Schwanzlänge beträgt bis zu 21 cm, also eine Gesamtlänge von 41 cm. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, also ein sogenanntes distinktives Merkmal, stellt der dunkle Strich dar, welcher von der Stirn senkrecht nach unten zwischen die Augen führt, kann man hier auch ganz gut erkennen. Vielleicht noch eine andere Sache, die hier nicht auf der Folie steht. Man sieht hier auch gut den dunklen Augenring, also das dunkle Fell um die Augen herum, der sehr lokal, also sehr nah am Auge ist und nur ein bisschen Richtung Schnauze geht. Das sollte man sich merken, wenn wir uns dann die anderen Arten und Untergattungen hier betrachten. Einfach aus dem Grund, das ist ein gutes Unterscheidungsmerkmal innerhalb der Gattung. Weil mal ist dieser dunkle Augenring bis zu den Ohren, manchmal nicht, manchmal bis zur Nase, manchmal bis zur Stirn. Und damit kann man die relativ gut unterscheiden. Aber hier ist er halt nicht für diese Art jetzt sehr maßgeblich. Sieht bei vielen anderen Arten ähnlich aus und daher offiziell nicht erwähnt. Manchmal tritt auch ein dunkler Aalstrich auf dem Rücken oder ein dunkler Strich auf Kehlkopf und Brust auf. Das ist halt so ähnlich wie der Strich, den wir hier auf der Stirn haben, nur halt über einen anderen Bereich. Die Hinterfüße erreichen eine Länge von bis zu 2,4 cm und die Ohren eine Länge bis zu 2,1 cm. Ein weiteres distinktives Merkmal, was jedoch von außen nicht erkennbar ist, stellt das Fehlen von den speziellen Hautdrüsen dar, welche andere Beutelrattenarten für die Reviermarkierung besitzen. Hier eingekreist habe ich mal die Equine Sweat Gland, also sprich die endokrine Schweißdrüse. Das ist auch eher eine Abbildung Haut vom Menschen. Aber andere Beutelrattenarten haben halt noch spezielle Drüsen in der Haut, die für die Reviermarkierung dienen. Und die sind halt prinzipiell ähnlich aufgebaut. Und das ist halt noch ein wichtiges Merkmal, was man allerdings von außen, wie gesagt, nicht erkennen kann. Ja, insgesamt wären die Tierchen bis 81 Gramm schwer. Höchstalter beträgt 3 Jahre bei einer maximalen Körperlänge von 41 Zentimetern. Zur Lebensweise. Ja, die rote Zwergbeutelratte Mamosa rubra bewohnt bevorzugt Waldgebiete in Gewässernähe. Ist ansonsten nichts über die Lebensweise bekannt, aber es wird vermutet, dass sie wie die meisten Arten nachtaktive Einzelgänger sind, die in der Regel auf Bäumen leben, also eine arboreale Lebensweise aufweisen. Wahrscheinlich sind sie Allesfresser, also Omnivoren, die sich vorwiegend von Früchten und Insekten ernähren. Den Tag verbringen sie schlafend in Vogelnestern oder selbstgebauten Nestern aus Zweigen und Blättern. Und da rote Zwergbeutelratten 9 Zitzen besitzen, wird vermutet, dass die Wurfgröße bis zu 9 Tiere beträgt. Ja, und damit sind wir schon wieder beim Ende angelangt. Ich hoffe, es war wieder kurzweilig und trotzdem lehrreich und interessant. Nächstes Mal machen wir nach wie vor weiter mit den anderen Untergattungen der Zwergbeutelratten und werden uns da noch ein bisschen aufhalten. Wir haben von den ganzen Needles, wie ich immer so schön sage, jetzt ein bisschen weniger als die Hälfte weg. Also wird uns noch einige Vorlesungen beschäftigen. Ich schätze mal mindestens bis Vorlesung 50, ehe wir hier weiterkommen. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.